Hallo, guten Morgen. Wir starten gleich wieder am Pink Friday mit den Farben. See your true colors. Ihr seht schon, da im Hintergrund habe ich einen mächtigen Beschützer heute. Die Schlange, die grüne Schlange. Ja. Ich freue mich, dass du da bist und wieder zuschaust. Heute geht es um die Frage, wie Farben wirken. Aber zuerst einmal würde ich dich bitten, wenn du schon da bist, dass du mal schreibst, ob du eine Lieblingsfarbe hast, ob das sowas gibt wie eine Lieblingsfarbe. Okay. Also 8:30 Uhr. Ich sage nochmal herzlich willkommen und guten Morgen. Hallo Erika, hallo Andreas, schön, dass ihr da seid. Schreibt doch mal, was eure Lieblingsfarbe ist und ich hoffe, ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich da den Chat lesen kann, während ich hier vor mich hin quatsche. Vielleicht da bei den Kommentaren. Lieblingsfarbe? Ich sehe nur, wer. Oh, ich sehe nur, wer zuschaut, aber den Chat kann ich hoffentlich dann auch mal lesen. Okay, ich starte mal los mit dem Thema heute, wie Farben wirken. Heute wird es ein bisschen medizinisch und ein bisschen Physik ist dran. Aber ich verspreche dir, es wird nicht langweilig werden. Also bleib bitte da, ich mache es eh ganz kurz und schmerzlos. Es zahlt sich auf alle Fälle aus. Hallo Edith Körner, herzlich willkommen. Damit ihr genau versteht, wie das, also wie Farben auf unseren Körper wirken, also heute geht es hauptsächlich darum, wie die Farben auf den Körper wirken. Werde ich auch dann ein paar Bilder posten, damit ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt. Und zwar habe ich ja schon einige Male gesagt, hallo Heinrich, der ist auch da, schön. Ich habe schon wiederholte Male gesagt, dass ja Klänge und Farben gleiche Schwingungsfrequenzen haben. Der Heinrich kann das sicherlich erklären, aber für die, die sich da nicht auskennen, werde ich das ein bisschen dann sagen. Und zwar, wenn ihr euch vorstellt, unsere Ohren können Schallwellen empfangen und diese Information wird dann an unser Gehirn weitergeleitet. Und unsere Augen wiederum nehmen die Farben als Lichtwellen auf. Hallo Erika, ja, es ist immer eine Entscheidung bei den Farben. Okay, das heißt, wenn du dir vorstellst, um einen Ton sozusagen in eine Farbe umzuwandeln, heißt das, dass der Frequenzbereich der sichtbaren Wellen so wir uns zuführen über die Augen. Das heißt, jetzt sozusagen auf der physikalischen Ebene könnte man sagen, es genügt, dass die Tonhöhe um etwa 40 Oktaven aufwärts zum C transponiert werden. Das könnt ihr jetzt gleich wieder vergessen. Das ist einfach die physikalische Erklärung dazu. Weil sonst schlaft sie wieder gleich ein, wenn ich das jetzt genauer erkläre. Wer das wirklich genau wissen will, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Dann schicke ich dir was zu. Jetzt ist das so mit den Frequenzen und der Wellenlänge, genauso wie bei den Klängen man das messen kann, kann man das auch bei den Farben messen, weil wie ich schon letztes Mal gesagt habe, Farben sind Schwingung und auch eine Welle. Das heißt, die Frequenz zeigt an, wie häufig eine Farbe schwingt und in welcher Wellenlänge eine Schwingung gemessen werden kann. Ich versuche jetzt mal, ich hoffe, ich kann das. Na, ich glaube, ich kann das doch nicht. Okay, ich kann das jetzt leider nicht direkt hochladen, sehe ich gerade. Ich wollte euch die Fotos jetzt gleich hochladen. Wow, ich wollte das eigentlich, ich hätte das vielleicht doch
gleich am Anfang machen sollen. Aber ich lade euch das dann hoch, ich lade euch dann die Bilder hoch, wo ihr genau seht, wie das mit den Frequenzen und den Wellen ist. Also es wird eine spezielle Farbe in den Augen sozusagen hervorgerufen. Dazu brauchen wir die Zäpfchen und die Stäbchen, aber dazu komme ich noch. Die sind in unseren Augen. Und die Farbfrequenz wird sozusagen in unserem Körper reflektiert. Das heißt, es entsteht also eine Resonanz mit unserem Körper. Genauso wie die einzelnen Obertöne eine Resonanz erzeugen. Das heißt, unser Körper, wenn ich mache, ja, so, dann erzeugt das eine Resonanz in unserem Körper. Das ist genauso wie wenn man bei der Gitarre zum Beispiel die Saiten anstimmt, dann ertönt der Ton, erklingt der Ton noch stärker dadurch, dass dahinter ein Bauch ist mit einem Loch drin, sage ich jetzt einmal ganz einfach. Ja, das ist der sogenannte Resonanzkörper. Und nach demselben Muster ist eben, wie ich schon gesagt habe, unser Körper aufgebaut und jede einzelne Körperzelle, in jeder einzelnen Körperzelle sind die Informationen unseres ganzen Organismus enthalten. Das musst du mir einmal vorstellen, in jeder einzelnen Zelle ist das so. Und dennoch, jede einzelne Zelle weiß genau, was sie zu tun hat und deswegen, denn sie besteht ja genauso aus Schwingung und aus einer speziellen Frequenz, die sogar gemessen werden kann. Und es haben Wissenschaftler auch herausgefunden, also das ist schon länger her, dass um jede Zelle herum einen Lichtphotonen kreisen. Also das finde ich ja überhaupt was ganz, ganz Faszinierendes. Hallo Sabine und hallo Corinna. Was ganz Faszinierendes, wenn man sich vorstellt, um jede einzelne Zelle kreisen Lichtphotonen. Und mit dem gehen dann sozusagen auch die Farben oder auch die Töne in Resonanz. Jeder Körper hat einen eigenen Grundton mit unzähligen Übertönen. Ich habe das mal für mich testen lassen. Meiner erzeugt zum Beispiel ein Fis. Okay. Ist jetzt nur so, um dir vorzustellen. Okay, die Farbwahrnehmung, also sozusagen wie die Farben in unseren Körper reingelangen, funktioniert so. Sie ist ein Die Farbwahrnehmung ist ein Teil des Sehens und hat die Fähigkeit, Unterschiede in diesen spektralen Zusammensetzungen des Lichts wahrzunehmen. Spektrale Zusammensetzung habe ich schon gesagt, auch schon einmal davor. Das ist so von Infrarot bis Ultraviolett. Das ist der Bereich, den wir wahrnehmen oder sehen können. Und es beruht eben darauf, dass das Auge verschiedene Rezeptorentypen hat. Die heißen Zäpfchen und Stäbchen und befinden sich in unserer Netzhaut. Und jedes hat nimmt unterschiedliche Farben wahr und wird dann sozusagen im Gehirn über die Netzhaut zusammengesetzt und so wird sozusagen die Farben weiterverarbeitet und wir uns oder unser Körper nimmt das dann als Farbwahrnehmung wahr. Und das ist der Grund, warum Farben, oder das ist jetzt sozusagen die physikalische Erklärung, warum Farben auf unseren Körper tatsächlich wirken. Gibt es wirklich unzählige Studien darüber. So, das war jetzt mal ein ganz kurzer Ausflug in die Physik. Jetzt können wir uns das Ganze noch von der medizinischen Seite anschauen und da wird es auch noch sehr interessant. Und zwar hat der Münchner Augenspezialist, der Professor Dr. Fritz Hollwig, schon vor circa 40 Jahren eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, dass nicht der gesamte Ne Sehnerv des Auges in das Sehzentrum des Gehirns führt. Hatte man davor wahrgenommen. Und zwar ein Strang des Sehnervs zweigt ab und geht direkt in das Mittelhirn hinein. Im Sehzentrum werden dann die Farben als optisches Erlebnis sozusagen aufgenommen und im Mittelhirn werden die Farbeindrücke in Gefühle umgewandelt. Ihr werdet, ja, da gibt es
ich möchte jetzt nicht das noch näher ausführen, aber man weiß mittlerweile, und das eigentlich hat das der Johann Wolfgang von Goethe schon festgestellt, der ja eine eigene Farbenlehre entwickelt hat, die für ihn das Wichtigste war, was er in seinem Leben gemacht hat. Er hat sich da sehr, sehr lange und sehr viel damit beschäftigt. Und auch der Goethe hat schon, sage ich jetzt einmal intuitiv, festgestellt, dass Farben, also jede bestimmte Farbe, ein bestimmtes Gefühl erzeugt. Ja? Und das hat eben auch dieser Münchner Augenarzt sozusagen entdeckt. Das wird sozusagen in Impulse umgesetzt und beeinflusst dadurch einerseits, wie gesagt, unsere Gefühle, aber auch verschiedene Funktionen in unserem Körper. Also können die Farben beeinflussen. Das weiß man heute auch deswegen, weil es auch also Farben für Heilzwecke, also für wirklich für Heilzwecke verwendet werden. Genau. Ja, also dazu gibt es wirklich ganz, ganz viele Untersuchungen und Beobachtungen, wie die einzelnen Farben auf den Menschen wirken. Das werde ich sicherlich irgendwann einmal, also das kommt sicher auch einmal in eine der nächsten Pink Fridays. Und das, also diese Erkenntnis, ich beschäftige ja mich, wie gesagt, schon seit mehr als 20 Jahren mit den Farben und habe selber auch vieles ausprobiert, war selber auch in Farbtherapie bei einer sehr lieben Freundin, der Gabrielle Burri-Steichmann, die das schon über, ich glaube, 25 Jahre macht. Diese Erkenntnisse über die Farben, das ist das, was ich nutze bei meiner Farbstichcode-Analyse. Ja? Ja, ihr habt das vielleicht, manche haben das noch nicht gehört, aber die Sabine zum Beispiel, die hat das schon von mir bekommen und gemacht. Ich nutze eben da das Wissen über die Farben und diese Erkenntnisse, um herauszufinden, zum Beispiel, oder in der Farbstichcode-Analyse kann ich herausfinden, welche verborgenen Fähigkeiten